Willkommen zurück im nächsten Teil. Wir sind Dolmetscher für den Präsident. Aber vorher... Weg von der Kamera. Oh, können wir uns hier wohl nichts mehr angucken? Ein Stapel mit coolen Wahlkampfsprüchen. Ey, fass die nicht an! Ich will im Fernsehen auch nicht wie ein Idiot dastehen. Nicht schon wieder. Okay, dann schauen wir uns das Ganze hier mal. Was ist das denn? Was gibt's Neues, Strolli? Ja, Wanner, Strolli, bitteschön. Na, wieso? Wo bist du denn, Gouverneur? Im 51. und besten Staat, West Dakota. Lest ihr denn keine Zeitung? Nur die Witzseite. Du meinst die Todesanzeigen, Max. Was ist denn da der Unterschied? Wir sind ein junger Staat, aber wir haben unsere eigenen Traditionen, die uns trotz der direkten Nachbarschaft zu Nord- und Süd-Dakota als Touristenziel attraktiv machen. Hab da hinten im Hintergrund die Sprüche gesehen. Ich hatte keinen Sex mit dieser. Wie bist du in der Politik gelandet? Ich habe die Wahl gewonnen. Es war ziemlich knapp, aber ich habe die meisten Stimmen bekommen. War es eine Blitzwahl? Verstehst du? Blitz. Weil Strulli doch immer so flott unterwegs ist. Du bist noch immer der Meister des infantilen Humors, Max. Allerdings. Was für Qualifikationen hast du für das Amt? Ich bin ein Fernsehstar. Hey, das Argument überzeugt mich. Naja, das hat schon andere gemacht, ne? Ich sag nur Arnold Schwarzenegger. Was führt dich ins Oval Office? Ich möchte für die landesweite Unterstützung vom MRLAPP werben. Wer ist Mr. Lab? Und warum wolltest du, dass ich nicht weiß, über wen ihr da redet? Ich kann buchstabieren, ich bin schließlich nicht blöd. Das ist das Mount Rushmore Limo Abhängigkeitspräventionsprogramm. Es hat mein Leben total umgekrempelt. Ich komme jetzt schon seit über 4 Wochen ohne Kohlensäure aus. Oh Gott. Wie tragisch. Erzähl uns was über dieses MRLAPP, aber mach's kurz. Ich habe das Mount Rushmore Limo Abhängigkeitspräventionsprogramm ins Leben gerufen, nachdem ich zum Governor gewählt wurde. Ich wollte Leuten helfen, von der Sucht loszukommen, so wie ich. Aber ohne Bundeszuschüsse können wir nichts machen. Und dann hängen die Leute in Dakota ganz schnell wieder an der Dose. Ich arbeite nicht 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, damit irgendein Limo-Junkie, dem jegliche Selbstbeherrschung fehlt, seine Stütze bekommt. Du zahlst doch gar keine Steuern, Max. Ach, stimmt ja, dann vergiss es. Viel Glück, Don Strullo. Don Strullo. Du bist also wirklich los von der Limo? Oh ja, als ich noch an der Dose hing, ging's mit mir nur bergab. Ständig auf der Suche nach dem nächsten... Dann habe ich diese Doku über Peanut Franklin gesehen und da habe ich beschlossen, dass ich nicht ein weiterer dieser ausgebrannten ehemaligen Kinderstars sein will. Peanut Franklin, der beliebte Star aus Die Lebensretter, den man in einem schmierigen Motel in Hollywood nach einem apokalyptischen Schock tot aufgefunden hat? Was soll das heißen? Es gibt keine Marmelade. Es ist noch zu früh für sowas, Max. Schade. Bist du sicher, dass du keine leckere, eiskalte Limo willst? Oh, doch, danke. Ich nehme eine... Oh, nein. Bleib stark, Strolli. Du beherrschst die Blubberbläschen und nicht umgekehrt. Hört endlich auf, über Limo zu reden, okay? Worüber sollen wir nicht mehr reden? Über den erfrischenden, prickelnden Geschmack oder über das verlockende Bitzeln, wenn die Limo über das Eis in einem kühlen Glas rinnt? Seid endlich still. Ich bin jetzt über einen Monat clean. Ich muss stark bleiben. Ich muss der Sucht widerstehen. Ich muss einfach. Wir sind bereit fürs Übersetzen. Sag das nicht mir! Der Präsident ist derjenige, der den Übersetzer braucht. Was hat er gesagt, Sam? Ich spreche ganz normal. Ich habe nicht mal einen Akzent. Ich verstehe kein Wort. Wir sehen uns, Soli. Na gut, dann reden wir mit dem Präsidenten. Guten Tag, Mr. Präsident. Wir kommen in friedlicher Absicht, soweit Sie es wissen. Oh, endlich die Übersetzer! Wo habt ihr denn gesteckt? Wir sind bereit fürs Übersetzen. Prima, dann legen wir mal los. Mr. President, meine amerikanischen Mitbürger. Ich stehe heute hier, um vor einer schrecklichen Gefahr zu warnen, die unser Land bedroht. Die Limo-Sucht.
Zahllose Limo-Abhängige, unter ihnen auch ich, sind gefangen im endlosen Teufelskreis aus Sucht und Entzug, bis sie schließlich keine Hoffnung mehr für sich sehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest, Jungchen, aber du hast mich schon überzeugt. Gute Arbeit! Ich frage Sie, wie lange sollen wir dieser Epidemie noch tatenlos gegenüberstehen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Wie lange sollen wir dieser Epidemie noch tatenlos? Stirb, kapitalistischer Unterdrücker, wann gibt es endlich einen Drink? Machen wir eine... Wann gibt es einen Drink? Ist das Limo? Ah! Wann gibt es hier endlich einen Drink? Ah, da hätte ich was. Eine eiskalte Orangenlimo. Da schwöre ich drauf. Nein, ich will nichts zu trinken. Ich darf nicht schwach werden. Limo. Aber ich bin so durstig und eine Dose schadet ja nichts. Eiskalt und super lecker. Ich hab so gut durchgehalten. Morgen hätte ich mein 5-Wochen-Clean-Up-Zeichen bekommen. Irgendwie tut er mir fast leid. Ich habe kein Gewissen, Sam. Was ist deine Ausrede? Leckerisch, lecker die Limo. Andy, ich hoffe, du hast es gehört. Oh, gesegnete Engel der Kohlensäure, erfüllt mich mit eurem süßen Nektar. Irgendwie fühle ich mich jetzt eher angebietet als schuldig. Immer her mit den Dingern. Mehr, ich brauche mehr. Ich muss aufs Klo. Wo geht's zum Klo? Ach ja, stimmt, da war was. Wo ist Lincolns Schlafzimmer? Wo finde ich den Lagerraum? Fragen wir noch einmal von vorne. Fangen wir noch an. Lagerraum, da kam ich noch gar nicht rein. Wenn er da rein will, wird er wahrscheinlich rausgeschmissen. Kann das sein? Wo finde ich den Lagerraum? Gleich hinter der Tür da, aber... Oh, danke. Wo wollen Sie denn hin, Ich muss da ganz dringend rein. Oh. Wir haben hier eine größere Angelegenheit im Oval Office. Nein, ich muss nur klein. Ich bringe den Verdächtigen jetzt in den Verhörraum. Kommen Sie bitte mit, Sir. Das geht auch ganz schnell. Bitte, ich muss ganz dringend. Das war lustig. Okay, ich habe da nicht alles mitbekommen. Was hat er gesagt? Wie geil. Aber es ist der Präsident unbewacht. Das heißt, wir können ihn schlagen. Nur womit? Was habe ich denn so im... Na, komm schon. Natürlich, den Boxhandschuh. Das haben wir doch schon mal gemacht. Na? Zeit für eine kleine Kontrolle der Verfassungsorgane. Max, könntest du das übernehmen? Aber gern. Hey, schaut mal, Jungs. Meine Fingerspitzen sehen aus wie kleine Kaulquappen. Hä? Die Präsidenten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist nicht der Präsident, Max. Das ist nur eine Puppe. Oh ja, die Aufziehschnur am Rücken hätte vielleicht ein erster Hinweis sein können. Der erste Hinweis hätten seine Augen sein müssen. Ich habe ihn für einen Hypnotisierten gehalten, dabei war er ein Hypnotiseur. Hä? Irgendjemand hat ihn dazu benutzt, die Fernsehzuschauer zu hypnotisieren. Aber wer kontrolliert ihn? Das wird Tage dauern, den Geruch aus dem Verhörraum zu bekommen. Was? Was habt ihr da angestellt? Er war schon so, als wir angekommen sind. Sam ist schuld. Diese beiden Trottel haben also den Präsidenten umgelegt. Bei der Massage ist etwas daneben gegangen. Es waren Ninjas. Sam ist schuld. Die Quoten für die letzte Ansprache des Präsidenten waren allerdings noch schlechter als die der Wiederholungen von Großstadt-Cowboys. Ich wollte den Präsidenten eigentlich noch nicht ersetzen. Aber diese Idioten haben das leider nötig gemacht. Wir stehen direkt vor dir. Und wir können hören, was du sagst. Es ist Zeit für einen Anführer, dem die Leute zuhören müssen. Agents Jackson, Burr, Lediger Yembe, wir ändern den Plan. Phase 2 der Operation beginnt sofort. Ich mache den neuen Kandidaten bereit. Nicht die Reaktion, die ich von einem Secret Service Agenten erwartet hätte, der 2 Personen über die enthauptete Leiche des Präsidenten gebeugt vorfindet. Woraus diese Puppe wohl besteht? Kann ich sie behalten? Dafür ist jetzt keine Zeit, Max. Wir müssen den... Was ist das für ein Geräusch? Oh wei. Ach du bierbäuchiger Buddha mit Brezeln, Bommelmütze, Lederhose und Brauerdiplom. Ja!
Sie haben Amerikas beliebtesten Präsidenten reanimiert. Ich dachte immer, Taft wäre kleiner gewesen. Nicht doch Taft, du Depp. Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin Abraham Lincoln. Wie ihr sicher wisst, wurde euer Präsident kürzlich von zwei geheimnisvollen Übersetzern ermordet. Aber habt keine Angst. Ich bin zurück, um unser Land durch diese schwere Zeit zu führen. Eine Stimme für mich ist eine Stimme für Abraham Lincoln. Ich geh ran. Wer bitte? Ah, Lincoln Memorial. Hydraulik- und Roboimplantat, ja. Okay, ich verstehe. Wir kommen. Kavir? Das war der Commissioner, Max. Sollte dieser Mecha Lincoln die Wahl gewinnen, können die bösartigen Mächte, die ihn kontrollieren, die gesamte freie Welt vernichten. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Darum wird auch einer von uns als Kandidat gegen ihn antreten müssen. Du durftest eben ans Telefon gehen. Okay, da ist was dran. Max, wir werden dich zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten machen. Ja. Wieso ist da jetzt noch ein Stern dran gewesen? Oh, wei, oh, wei. Okay. Chuckles. Da liegt der Kopf. Er ist zu sehr damit beschäftigt, sich mit seinem Kandidaten zu unterhalten. Okay, was haben wir hier? Na, komm schon. Das ist der abgetrennte Kopf des Präsidenten. Ich würde ihn gern mal hochhalten und ein paar Leute in Stein verwandeln. Dazu bräuchtest du aber den Kopf der Medusa. Ach, stimmt. Ich verwechsle die beiden immer. Wer wohl die Wahl gewinnen wird? Ich würde auf Lincoln setzen. Er ist schließlich ein ganz harter Bursche. Sehr witzig. Hallo Amerika, was? Ich bin's, Max. Denk daran, eine Stimme für mich ist eine Stimme für Wohlstand, Eifer und die Herrschaft meiner pelzigen, weißen, aber auch eisernen Faust. Vielen Dank. Was war das denn? Okay. Lincoln. Tja, Freunde. Was ich jetzt hier tun muss, das werde ich mir gleich mal reinziehen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Die Zeit ist erreicht, also freut euch, wie es hier weitergeht. Bis dahin, NM über 18. Adieu.